Hallo Borg Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz, und natürlich wie immer am Montag. Ja, ihr seht, ich habe heute mal wieder Kontaktlinsen drin, das ist manchmal cool. Ich war nämlich joggen gewesen, da kann man so besser mit Sonnenbrille laufen, als wenn man so eine schwitzende normale Brille hat, die mal runterrutscht. Ne? So, jo, was gab es denn in dieser Woche, nachdem wir in den letzten 2 Wochen so richtig viel Betrieb hier immer hatten, da haben wir das ein bisschen... Wir haben ein bisschen weniger Informationen. Das heißt nicht, dass wir gar keine haben. Die erste Information ist natürlich, dass das Wetter bombastisch ist. Aber zum Wetter kommen wir später noch. Aber Thema des Wetters ist natürlich auch, oder das Wetter ist natürlich auch Thema im Waldbad gewesen. Und so hat der Waldbadverein entschieden, dass die Saison dort nochmal um eine Woche verlängert wird, nämlich vom 17.09. bis 21.09.2018. Die Öffnungszeiten bleiben von 11 bis 18 Uhr. Und der Waldbadverein bedankt sich natürlich auch nochmal an die Rettungsschwimmer, die für die Verlängerungswoche zur Verfügung stehen, und bittet die Kunden natürlich zuhauf zu kommen, damit es nicht umsonst war und die Rettungsschwimmer sich nicht langweilen und vielleicht doch noch anfangen zu frieren. Wobei bei dem Wetter ist das fast nicht möglich. Heute waren noch übrigens 20 Grad Wassertemperatur und ich denke mal, wenn wir so 30 Grad draußen nochmal haben, wird es nochmal ein bisschen wärmer. Also einfach nochmal auf ins Waldbad. Packt die Badehose ein oder so. So, dann gab es noch eine Info für den besonderen Abend. Da ist noch ein bisschen hin, so 2 Wochen. Am 30.09. startet wieder der besondere Abend. Diesmal mit einem Weltstar der Oper. Und zwar im Hotel Fliegerheim um 17 Uhr kommt der Kammersänger Franz Grundheber, einer der besten Baritone der Welt, wird eine Veranstaltung bei 20 Jahre der besondere Abend machen. Am Klavier begleitet ihn wieder in freundschaftlicher Verbundenheit die Dirigentin Anna Skrylova. So, und dann gab es natürlich noch mehr Sport, und zwar das hier. Am 13. Oktober, auch das ist zwar noch eine Weile hin, findet die Havelland-Klassik in Brück und Deutschborg statt, also eigentlich sogar Beelitz am 13. Also Start ist in Beelitz um 12.15 Uhr, Sprungkuppe in Brück um 13.30 Uhr und Super Action in Altborg um 16.30 Uhr. Ja, was soll man machen? Da klingeln einen die Informanten schon in die Sendung mit rein, aber die können es natürlich nicht sehen. War natürlich nochmal interessant. Es ging tatsächlich nochmal um die Rallye. Aber nähere Informationen kriegen wir dazu ja nochmal. Es ist ja erst am 13. Oktober. So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil, zum Fußball. Ja, ich entwickle mich tatsächlich langsam zu einem Fußballfan. Große Ereignisse scheinen sich dort anzukündigen. Wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Ja, erstmal so viel. Also der zweite Saisonsieg für den Borg Heider SV 90 mit 8:0 gegen den SV Roskow 2. Hat sich am Wochenende, am Sonntag abgespielt in Roskow. Leider war ich nicht dabei. Das hätte mir tatsächlich Spaß gemacht, dort ein paar Tore zu fotografieren. Aber wir haben ja hier noch ein kleines Videoschnipselchen, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Ja, am 16.09. ging es für den BSV 90 nach Roskow zum vierten Saisonspiel. Vor rund 30 Zuschauern leitete der Schiedsrichter Konrad Janetzki das Spiel. Die Anfangsphase gehörte der Mannschaft aus Brockheide. Allerdings ließen sie in dieser Phase zu viele erfolgsversprechende Chancen aus. In der 25. Minute gelang es dann Tim Exner, den zuvor abgewehrten Ball im Nachschuss über die Linie zu drücken. Nur 8 Minuten später belohnten sich die Gäste, also die Borkheider, nach einem gut ausgespielten Angriff erneut. Max Schmeling legte gut auf Tim Exner ab und der lochte zum 2:0 ein. Die restliche Zeit verbrachte der BSV weiterhin mit einigen guten Angriffen, welche allerdings zu keinen Torchancen oder zu keinen weiteren Toren führten. Das war dann in der ersten Halbzeit. So ging es natürlich mit 0:2 für den BSV 90 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit zeigte Borkheide dann wieder ein paar gute Passagen. Der SV Roskow kam natürlich auch besser ins Spiel, konnte aber die unkonzentrierten Borkheider nicht bestrafen. So gelang es dem BSV in der 61. Spielminute, das 3:0 zu erzielen und so das Spiel wieder an sich zu reißen. Tim Exner bediente Max Schmeling, der allein vor dem Tor eiskalt verwandelte. 5 Minuten später war es wieder Max Schmeling,
der einen Abpraller für sich nutzte und das 4 zu 0 erzielte. Das Spiel schien von nun an entschieden. Doch der BSV spielte weiter mit Druck nach vorn und ließ nur selten etwas zu. In der 75. Minute spielte Mario Brückmann das 5 zu 0 durch einen sehr sehenswerten direkten Freistoß aus halbrechter Position. Der Ball schlägt unhaltbar am linken Eck ein. In der 80. Minute erzielte Marvin Schenke das 6 zu 0 und nur 2 Minuten später Max Schmeling zum 7 zu 0. Er machte somit seinen Dreierpack perfekt. Den Schlusspunkt erzielte Fabienne Libouché in der 85. Minute zum 8 zu 0. Ein wirklich hochverdienter Sieg bringt dem BSV 90 drei weitere Punkte und der BSV 90 rückt damit an dritter Position in der Tabelle. Schauen wir mal, ob er sich dort oben halten kann. Denn das nächste Spiel findet am nächsten Sonntag diesmal wieder in Borkheide statt, und zwar gegen den SV Wollin 52 ab 15 Uhr. Also alle nix wie hin, damit ein paar mehr Zuschauer als nur 30 dort den BSV den Rücken stärken. Das muss ich mir angucken. Ich bin tatsächlich fast ein bisschen traurig, dass ich mir dieses Feuerwerk an Torschüssen nicht anschauen konnte. Okay, das war's heute schon. Jetzt kommt das Wetter, wie immer natürlich mit Matze. Bitte schön, Matze. Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, ich bin noch auf der Suche nach meiner Stimme, die ist mir etwas entglitten. Ich habe einen schönen Virus von meiner Frau geschenkt bekommen, den habe ich auch dankbar angenommen und bekämpfe den gerade mit allen möglichen Mitteln. Echt? Oh nein, das ist ein Virus! Naja, egal, es wird schon wieder, irgendwann wird es wieder. Und deswegen ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich diese schöne Sommerwoche, diese Nachmittage gar nicht so recht genießen kann, weil wenn es einem nicht so gut geht, dann macht es auch nicht so richtig Spaß. Hier seht ihr die aktuellen Temperaturen, die für diese Woche geplant sind. Der Sommer geht in den Schlussspurt. Ja, hat sich auch sehr lange und sehr gut gehalten. Wir wollen uns überhaupt nicht beschweren. So einen Sommer hat man schon lange nicht mehr. Also ich kann mich an diese Sommerarien, die wir dieses Jahr hatten, mit den schönen Temperaturen nicht mehr erinnern. Egal, es war schön, es bleibt schön die Woche, und am Ende der Woche geht es dann langsam abwärts. Zum Freitag hin bewölkt es sich ein wenig, vielleicht kommt noch ein bisschen Regen und dann gehen die Temperaturen aber auch runter. Herr Behnke, nerven Sie nicht am Telefon, würde ich sagen. Ich bin ja schon beim Wetter. Tschüss von hier aus, kommt gut durch die Woche. Oh, lieber Matze, was hast du dir da eingefangen? Einen richtigen Virus? Da muss man ja aufpassen. Ach, übrigens, ich wünsche dir natürlich eine gute Besserung. Danke für das schöne Sommerwetter, das du uns geschickt hast. Und ich würde mal sagen, Milch mit Honig oder Gurgeln mit Whisky. Eins von den beiden hilft. Das war's gewesen für heute. Wie immer hier bei Borkheide News TV, euer Lutze. Und tschüss. Musik